Moin Moin, ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. Das Thema des Videos lautet rechnerisches Ableiten einfacher Winkelfunktionen, nur mit Kettenregel. Hier geht es um die Kosinusfunktion. Es ist Video 3b, Teil 1. Aufgabe. Leite die gegebenen Funktionen einmal ab. Aufgabenteil a, f von x gleich Cosinus von x. Aufgabenteil b, f von x gleich minus 4 mal Cosinus von 0,25 mal x Quadrat minus pi. Und Aufgabenteil c, f von x ist gleich 1 Drittel mal Cosinus von minus 1 Siebtel mal x hoch 4 plus 12 mal x plus 1,5 mal pi. Schauen wir uns die Lösung nun von Aufgabenteil a an. F von x ist gleich Cosinus von x ist abzuleiten. Wir haben hier die wichtigen Ergebnisse aus Video 2c. Und zwar hatten wir dort die Winkelfunktion Sinus von x und Cosinus von x grafisch abgeleitet und haben dann entsprechend mal die Ergebnisse hier rausgeschrieben. Ja, wenn f von x gleich Sinus von x abgeleitet wird, dann kam da f' von x gleich Cosinus von x raus. Ja, und wenn f' von x gleich Cosinus von x abgeleitet wurde, dann kam da f2' von x ist gleich minus Sinus von x raus. Und wenn das nochmal abgeleitet wurde, kam da f3' von x gleich minus Cosinus von x raus. Ja, und wenn man jetzt die vierte Ableitung gebildet hätte, dann wäre da f von x gleich Sinus von x rausgekommen. Das heißt, es ist so ein Kreislauf. So, und das, was hier an Wissen steht, das benötigen wir gleich für die äußere Ableitung der Kettenregel. Wenn ich f von x gleich Cosinus von x ableite, benötige ich die Kettenregel, abgekürzt mit Groß K, Groß R, und die besagt, innere Ableitung mal äußere Ableitung. Innere Ableitung kürze ich mit I.A. ab, mal äußere Ableitung mit L.A. Ja, was ist die innere Ableitung? Das, was in den Klammern steht, hier rot geschrieben, das x, wovon der Cosinus gebildet wird, das abgeleitet, ergibt die innere Ableitung. X abgeleitet ist 1, weil ich kann ja schreiben x hoch 1, dann würde ich die 1 vorziehen, dann wäre einmal x hoch 0 wird hier stehen, aber x hoch 0 ist ja 1 und einmal 1 ist 1. Mal aufgrund der Kettenregel und jetzt die äußere Ableitung. So, hier steht jetzt Cosinus, also gucke ich hier nach, wenn Cosinus hier steht und ich das jetzt einmal ableite, wird da minus Sinus raus. Das waren ja die wichtigen Ergebnisse von Video 2c. Also, die äußere Ableitung bedeutet, ich schreibe minus Sinus von, ja und das, was in der Klammer steht, hier schreibe ich hier auch wieder in die Klammer rein. Das ist die äußere Ableitung. Ja, Minus steht ja für minus einmal. Das kann ich mit der 1 hier vorne multiplizieren. Und dann habe ich minus 1 mal Sinus von x. Oder einfach nur geschrieben minus Sinus von x. Kommen wir zur Lösung, zu Aufgabenteil b. F von x ist gleich minus 4 mal Cosinus von 0,25 mal x Quadrat minus pi ist abzuleiten. Die minus 4 ist ein sogenannter konstanter Faktor. Da gilt die Ableitungsregel des konstanten Faktors. Das heißt, ein konstanter Faktor bleibt beim Ableiten erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt also f' von x bilde, dann schreibe ich die minus 4 von hier oben einfach wieder hier hin, weil es ein konstanter Faktor ist. Mal. Ja, jetzt wende ich wieder die Kettenregel an. Innere Ableitung mal äußere Ableitung. Die innere Ableitung ist das, was in den blauen Klammern steht, abgeleitet. Also das, worauf ich den Cosinus anwende. 0,25 ist ein konstanter Faktor. Den schreibe ich hier jetzt entsprechend hin. Mal, ja, x Quadrat abgeleitet bedeutet, ich ziehe die 2 vor. Oben ein weniger ergibt dann 2 mal x hoch 1. Ja, und minus pi ist eine sogenannte additive Konstante und die ergibt abgeleitet 0. Also kann ich dafür schreiben minus 0 mal der äußeren Ableitung. So, dann gucke ich wieder oben bei meinen Ergebnissen. Hier steht Cosinus und dann sehen wir, aus Cosinus wird dann minus Sinus von x. So, bei uns bedeutet das, ich schreibe jetzt statt des Cosinus minus Sinus. Ja, und in die Klammern schreibe ich den gleichen Ausdruck, wie ich den hier bei der Funktion stehen habe, die ich ableiten will. Weil das, was da drin steht, ändert sich ja nicht, nur das Äußere. Also habe ich dann minus 4 mal, Klammer auf, 0,25 mal x hoch 1 minus 0, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus Sinus von 0,25 mal x Quadrat minus pi. Ja, und das kann ich jetzt noch mal ein bisschen verschönern. Dieses minus 0 kann ich weglassen. Aus x hoch 1 kann ich x machen. Ja, und 2 mal 0,25, das kann ich ausrechnen, das ist 0,5. Also steht jetzt hier minus 4 mal 0,5 mal x mal, in Klammer auf, minus Sinus von 0,25 mal x Quadrat minus pi. Und hier die Klammer wieder zu. So, und jetzt kann ich das hier nochmal
weiter ausrechnen. Hier vorne, das Minus steht ja für minus 1 mal Sinus. Ja, und hier vorne steht minus 4 mal sowieso. Das heißt, ich habe hier jetzt Minus mal Minus zu rechnen. Und Minus mal Minus ergibt Plus. Ja, dann muss ich noch 0,5 mal 4 rechnen. Und das ergibt 2. Also kommt raus 2 mal x mal Sinus von 0,25 mal x² minus pi. Kommen wir zu c. f von x ist gleich 1 Drittel mal Cosinus von minus 1 Siebtel x hoch 4 plus 12 mal x plus 1,5 mal pi. Das ist einmal abzuleiten. Vorher schreibe ich nochmal kurz statt x, x hoch 1. So, und das ist jetzt die Funktion, die ich ableiten soll. Die 1 Drittel ist wieder ein konstanter Faktor. Der bleibt ja beim Ableiten erhalten. Also schreibe ich f' von x ist gleich 1 Drittel mal. So, und jetzt muss ich ja wieder, weil es Winkelfunktion ist, die Kettenregel anwenden. Kettenregel besagt ja innere Ableitung mal äußere Ableitung. Die innere Ableitung bedeutet, das, was hier in den blauen Klammern steht, muss ich jetzt einmal ableiten. Und das, was da rauskommt, ist die innere Ableitung. Also, minus 1 Siebtel ist ein konstanter Faktor, den schreibe ich hier hin. X hoch 4 abgeleitet bedeutet, ich muss die 4 vorziehen und oben ein weniger. Ergibt dann 4 mal x hoch 3. Dann das Plus. 12 ist ein konstanter Faktor, den schreibe ich wieder hin. Ja, und x hoch 1 abgeleitet bedeutet, ich ziehe die 1 vor, mal und oben bei dem x ein weniger. Ja, und ein weniger bedeutet, dann steht da x hoch 0. Plus 1 Fünftel mal Pi abgeleitet ergibt 0, weil es ja die Regel gibt, eine additive Konstante abgeleitet ergibt 0. Also steht da jetzt hier 0. Mal, und jetzt kommt die äußere Ableitung. Ja, jetzt gucke ich nach. Hier steht Cosinus. Und bei meinen wichtigen Ergebnissen sehe ich, aus Cosinus wird minus Sinus. Das ist ja die äußere Ableitung. Das heißt, ich schreibe dann hier minus Sinus in Klammern. Das, was hier in Rot steht, schreibe ich da wieder rein. Das ist dann die äußere Ableitung. So, und das versuche ich jetzt nochmal ein bisschen weiter zu verschönern. Die plus 0 kann ich weglassen. X hoch 0 ist 1, alles hoch 0 außer 0 hoch 0. Das ist nicht definiert. Alles hoch 0 ist immer 1, also steht hier 1 mal 1 mal 12, ergibt die 12. Für minus 1 Siebtel mal 4 habe ich minus 4 Siebtel geschrieben. Hier vorne steht ja minus 1 mal. Das Minus habe ich jetzt erstmal im nächsten Schritt hier in die Klammer rein multipliziert. Das heißt, minus mal minus ergibt plus. Also plus 4 Siebtel mal x hoch 3. Minus mal die plus 12 ergibt minus 12. So, und jetzt im nächsten Schritt multipliziere ich die 1 Drittel hier in die Klammer rein. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Das heißt, ich habe also 1 mal 4 sind die 4 und 3 mal 7 sind die 21, x hoch 3. Und ich rechne 1 Drittel mal minus 12. Ja, aber 12 Drittel kann ich ja kürzen zu 4. Mit dem Minuszeichen davor ergibt das minus 4. Das heißt, mein Ergebnis lautet also dann in Klammern 4 21stel mal x hoch 3 minus 4. Mal Sinus von minus 1 Siebtel mal x hoch 4 plus 12 mal x plus 1,5 mal Pi. Gibt es zum Video ein Aufgabenblatt? Ja, auf meiner Homepage https://www.mathe-ist-schillig.de unter dem Reiter Mathe ist Schillig in der Playlist oder auch Reiter genannt. Winkelfunktion. So, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.